Mein Name ist Monika Krämer und Sie sind hier bei der Firma Bartels Mikrotechnik in Dortmund. Die Firma Bartels Mikrotechnik, es gibt sie jetzt schon 22 Jahre, beschäftigt sich mit der Mikrofluidik. Vielfalt bedeutet für uns, dass wir sowohl was das Alter, das Geschlecht, die Ausbildung anbelangt, sehr gemischt aufgestellt sind. Wir sind mit 28 Personen hier tätig. Davon sind, würde ich sagen, 40% Frauen. Von der Altersstruktur her auch gemischt, relativ in der Führung etwas älter, ansonsten im operativen Bereich relativ jung aufgestellt. Und auch von der Ausbildung her sehr vielfältig. Ingenieure, Mechatroniker, Mikrotechnologen, natürlich im kaufmännischen Bereich, BWLer, sehr gemischt unterwegs. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Mischung von Frauen und Männern das Team insgesamt weiterbringt. Wir haben da sehr, sehr positive Erfahrungen. Gerade wenn man so im innovativen Bereich unterwegs ist, ist dieser Ansatz, Vielfalt zu leben, sehr fruchtbar. Auch im Führungsbereich, was Führung anbelangt, glaube ich, ist das ganz schön, wenn sich das so mischt. Wir sprechen darauf an, dass wir die Vielfalt jetzt, was die Arbeitszeitmodelle anbelangt, hier auch leben möchten. Natürlich auch, um vermehrt Beruf und Familie vereinbaren zu können. Und dafür möchten wir dann auch unterschiedliche Arbeitszeitmodelle anbieten. Wir haben da sehr von profitiert, von der Vielfalt, die sich dann hier bei uns so getummelt hat. Und für uns war das eine gute Sache und ist es auch noch, wenn wir heute auch Leute aus anderen Bereichen bei uns haben können, machen wir das immer sehr, sehr gerne. Ich glaube, es hat sich schon verändert, dass wir jetzt eben darüber gesprochen haben, dass ein Bewusstsein da ist, dass wir da einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, was Vielfalt für uns bedeutet.